Die Angst, getriggert zu werden. Wir wollen heute mal darüber sprechen, was das mit dieser Angst, getriggert zu werden, auf sich hat. Vielleicht ist dir das gar nicht bewusst, dass du von dieser Angst auch geleitet wirst. Ich bin hier mit der lieben Miriam und wir wollen mal da ein bisschen tiefer reingehen, weil die Angst vor der Angst ist eigentlich die grausamste Angst. Die Angst vom Trigger ist die grausamste Angst, weil der Trigger ist ja auch wieder Angst. Ja, was steckt da dahinter? Hinter diesen Triggern? Erzähl mal, Miriam, aus deiner Sicht, was steckt hinter diesen Triggern? Wer sind die Trigger? Was sind die Trigger? Was machen die Trigger? Also die Trigger sind ja nichts anderes als Lügen der Vergangenheit. Und sobald dann von außen irgendein Impuls, irgendeine Information reinkommt, dann fällt es da auf ein Resonanzfeld und dann tut das natürlich weh, weil diese Lüge sich dann zeigt. Aber ganz oft können wir gar nicht damit umgehen, weil wir die Lüge dahinter überhaupt nicht erkennen, können sie nicht auflösen. Und dann schleppen wir das immer wieder so lange mit uns rum, bis wir das wirklich erkannt haben und diese Trigger für uns aufgelöst haben. Und solange wir das nicht konsequent tun, werden diese Trigger immer bleiben. Also es ist nichts anderes als falsche Annahmen, Lügen, die wir wirklich durch unsere Konditionierung in der Kindheit mitgenommen haben. Kommen immer wieder. Hallo, hier bin ich doch. Ja. Also Trigger sind ja im Prinzip, wir kennen es ja sogar von der Massage oder die Triggerpunktmassage, ja, wenn man da hier so rumgeht und dann diese Triggerpunkte sucht, wo es einem weh tut und dann so richtig versucht, die weich zu kriegen und die aufzulösen, ja. Und ja, man kann sich tatsächlich vorstellen, dass diese Triggerpunkte, die sich in meinem Körper manifestiert haben als Verkrampfungen, dass die, dass hinter denen tatsächlich verlogene Annahmen stecken und die sich nachher im Körper manifestieren. Und deswegen kann man theoretisch ja auch immer wieder hingehen und Trigger suchen und Trigger finden, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Wir wollen die ja nicht suchen gehen, wir wollen sie auch nicht finden gehen, sondern wir wollen Management haben, wenn sie angetriggert sind. Darum geht es, dass ich keine Angst mehr davor habe, dass wenn dieser Trigger angetriggert wird, dass ich dann down bin, dass ich dann depressiv bin, dass ich mich dann zurückziehe, dass ich dann ja wieder völlig in den Tief, in ein Loch reinfalle. Darum geht's. Weil was passiert klassisch? Mach mal ein Beispiel, Miriam. Was ist so ein Triggerbeispiel, das wir alle kennen? Ja, das absolute Triggerbeispiel ist natürlich, wenn du dich in eine andere Person verliebt hast und auf die zugehst und dann kriegst du natürlich die Ablehnung gespiegelt. Und das ist einer der absolut schmerzhaftesten Trigger, die du haben kannst, diese Ablehnung zu spüren, dieses nicht gewollt sein, dieses nicht geliebt sein, nicht gut genug zu sein. Das ist einer der für mich schmerzhaftesten Triggerpunkte überhaupt gewesen. Und da, Ja, logisch, weil es ist eine der größten Lügen überhaupt. Und die Schmerzen kommen immer, wenn die Lüge angetriggert wird. Wenn die Lüge angetriggert wird, dann habe ich diesen Schmerz. Deswegen tut es weh. Und das ist es. Und je größer die Lüge ist, die du glaubst, desto größer ist der Schmerz. Ja, absolut. Also Und diese. wir im Laufe unseres Lebens spiralisieren wir uns quasi immer tiefer und tiefer in diese Überzeugung rein, dass ich abgelehnt nicht geliebt sein könnte, dass ich vor allem nicht geliebt und nicht gewollt sein könnte. Das ist die allergrößte Lüge. Wenn die angetriggert wird, dann kann die ein Weltuntergang sein. Ja, absolut.
Also das fühlt sich auch teilweise wie Sterben an, wenn das wirklich ganz, ganz tief geht. Das geht ja so richtig tief, also tief ins Herz rein, so richtig an das Lebendige. Und wenn du das nicht auflöst und dich da immer wieder reinbegibst, das fühlt sich jedes Mal an wie Sterben. Das ist sehr, sehr unangenehm und sehr schmerzhaft. Und das macht auch auf lange Sicht, macht das wirklich etwas mit dir. Es macht dich krank. Es macht dich sozusagen sozial inkompetent, weil du dich immer wieder zurückziehst, weil du dich schämst für den Zustand, den du hast. Und irgendwann macht es dich depressiv und dann landest du in einem Burnout, wenn du das lange genug durchziehst. Ja, und das sind ja noch die besseren Fälle. Also mein Fall war ja dann nicht mal nur mental, sondern eben auch, wo sich dann mein mentaler Zustand, meine mentale Verfassung in meinem Körper gezeigt hat und gesagt hat, du bist einfach nur ein Schmerzpunkt, du bist Schmerz pur, Ja. dir gehört nichts anderes als 24 Stunden am Tag getreten, geprügelt zu werden, so dass du Schmerzen hast, weil du so ungeliebt, so scheiße und so unerwünscht bist. Ja. Das war dann die Mastermanifestation meines Seinszustandes. Und unser Körper ist nun mal unsere Manifestation. Du kannst nichts in deinem Körper finden, was du nicht vorher geglaubt hast. Ja. Es ist unmöglich. Wie willst du eine krumme Nase in deinem Gesicht finden, wenn du nicht vorher geglaubt hast, du hättest eine krumme Nase? Ja, das geht nicht. Du kannst immer nur das sehen, was du dir sagst, das da ist. Was du glaubst. Und du kannst auch nicht glauben, dass du gestraft gehörst, wenn du glaubst, dass du so gut bist, dass du geliebt und dass du gewollt bist. Es ist unmöglich, überhaupt nur einen Gedanken an eine Strafe oder eben an eine Ablehnung zu richten. Das geht gar nicht. Also wenn du wirklich weißt, dass du wertvoll bist und wenn du auch in deiner Selbstliebe stehst, dann lässt du das überhaupt gar nicht mehr zu. Dann korrigierst du dich, wenn so ein Gedanke reinkommt und du sagst, nee, das ist eine Lüge. Und dann sagst du dir wieder die Wahrheit. Und so bleibst du wirklich in einem konstanten, stabilen Zustand, wo es dir gut geht. Und das ist Aber aus wirklich. diesem Seinszustand der Wertlosigkeit, des Ungeliebtseins rauszukommen, braucht's die lieben Trigger. Ja. Ohne Schmerz bewegen wir uns nicht. Nein, es sind sehr, 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 sehr wertvolle Informationen, die du kriegst. Und das A und O ist halt einfach auch diese Trigger anzunehmen, weil sobald du sie ablehnst, machst du einen Deckel drauf und sie bleiben im Inneren und arbeiten da weiter. Also ganz, ganz wichtig ist wirklich auch Trigger zuzulassen, sie hochkommen zu lassen, sich anzugucken, was ist da, was macht es mit mir, was will es mir sagen? Und da wirklich reinzugehen, das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ich mir vorstelle, dass jeder Trigger mein allerbester Freund ist, wir haben ja gestern im Hot Seat auch gesehen, und ich kenne es auch von mir, wie schwer das ist, Leute an sich ranzulassen, wenn ich in so einem ungeliebten Seinszustand bin, wenn ich in so einem Seinszustand bin, wo ich tatsächlich an mir zweifle und an allem zweifle, dann mache ich so eine Wand zu und da kommt auch niemand mehr an mich ran und schlimmstenfalls nicht mehr mir mein bester Freund. Ja? Und weil da bin ich zu. Wenn mir noch mal einer mehr sagt, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn ich das noch einmal höre von außen, was meine inneren Gespräche mit mir selber sind, dass mir noch einer sagt, dann drehe ich durch. Dann drehe ich durch. Dann werde ich aggro gegen diese Leute. Dann werde ich richtig aggro gegen meine Spiegel, gegen meine Reflexionen. Und dann mache ich zu. Dann kommt da keiner mehr. Und dann lebe ich in einem Universum, wo ich keine Spiegel mehr habe. Ja. Dann sperre ich mich für mich selber ein. Aber die Wahrheit ist so stark. Die Wahrheit, die wir wirklich sind. Und die sucht sich ihren Weg.
Und wenn du zumachst und abschottest, hart wirst, unnahbar wirst, was auch immer, dann kommt der Schmerz. Weil der kommt durch. Der Schmerz kommt durch. Den spürst du. Wenn du nichts mehr spürst, emotional, deinen körperlichen Schmerz spürst du. Weil du deinen emotionalen Schmerz sowas von weggeschoben hast, weil du ihn nicht mehr ertragen kannst, weil du die Lüge nicht mehr ertragen kannst, dann muss der Schmerz kommen und dann muss der Trigger kommen, der dich zum Umkehren bringt, der dich auf die Reise bringt zu deinem wahrhaftigen Divine Design selbst, zu deinem Divine Design Soul Blueprint, der dein Hirn zwingt, neu zu denken. Das ist der Trigger. Und wenn du das weißt über den Trigger, dass er eigentlich der beste Freund ist, dem du aber nicht mehr zuhörst, der ausgeblendet ist, der abgeschottet ist, weil du es nicht hören kannst, die Wahrheit über dich, wer du wirklich bist, egal von wem, dann kommt der Trigger. Und der ist dein Freund. Der ist aber ein verdammter Freund. Das ist dein größter Liebhaber, der Trigger. Deswegen kommt er ja auch so gerne von deinem Liebhaber. Weil der aus Liebe, bäm, den Trigger schickt. Ja, und das ist auch der einzige, der dann irgendwie noch Zugang findet. Genau, aber nicht auf die Art und Weise, wie du es gerne hättest, weil du hättest ja gerne, dass er dich dann pampert und tröstet und aufrichtet und unterstützt und dir immer wieder sagt, wie toll du bist und wie schön du bist, quasi die Scheiße mit Zuckerguss überzieht, ja, das hättest du gerne, ja. Und dann fühlst du dich einigermaßen gut, aber es ist einfach nur Zuckerguss. Und beim nächsten Trigger, was machst du denn Dann fliegt ja dann? alles Blättert dein zusammen. Zuckerguss ab. Und dann muss er wieder kommen von außen. Und dann muss wieder einer kommen und neuen Zuckerguss über dich drüber machen. Und ja, dann geht es halt ewig so weiter. Und Aber irgendwann mal kriegst du keinen Zuckerguss mehr. das wollte ich auch sagen. Gott sei Dank denkt dieser Mensch überhaupt gar nicht daran, das für dich zu tun, sondern der wird so lange den Finger in die Wunde legen, bis dass du der Zuckerguss bist und keinen Und das Zuckerguss Geilste ist brauchst. ja auch, du hättest ja genügend andere Kandidaten, sage ich jetzt mal, die absolut bereit wären, diesen Zuckerguss über dich drüber zu schleimen. Schleimen ist, glaube ich, gut. Über dich drüber zu schleimen, aber diesen Schleim willst du nicht. Diesen Schleim willst du nicht, weil dein Divine Design weiß ganz genau, dass das nicht der Weg ist. Das ist nicht das, worum es wirklich geht, dass du zugegusst wirst, sondern dass du hier in deinem Herz, in deinem Innersten ganz, ganz tief getroffen wirst, dass du aufmachst für dich selber. Dass du dich aufmachst, dass du dich aufbrichst, dass du dich aufbrichst für dich. Das lernst du aber erst später. Am Anfang denkst du, du machst alles für ihn. Ja, absolut, ja. Dann merkst du, dass es nur um dich geht. Dass es nur um dich geht. Und wenn du jemand bist, wo nur eine Person an sich ranlässt, von jemand anders nichts wissen will, nicht bereit ist, auch überhaupt nur in Betracht zu ziehen, sich den Zuckerguss von irgendjemand anders rüberschleimen zu lassen, vielleicht sogar auch schon probiert hat, oder? Weil es wäre ja so einfach gewesen. Aber es fühlt sich nie richtig an, es fühlt sich nie wahrhaftig an. Dann bist du hier am richtigen Ort
Weil hier geht es wirklich darum, dein Divine Design, Soul Core Blueprint, rauszuholen, sodass du es verkörpern kannst, dass du weißt, wer du wirklich bist, dass du weißt, wie großartig und geliebt du bist. Und jetzt kommt das Zauberwort, bedingungslos, grundlos, einfach nur, weil du hier verkörpert bist. Und das ist geil. Und Ja. das, wenn der Schmerz da ist und du das jetzt anhörst und du denkst, boah, was, Scheiße, nein, ich kann es nicht mehr aushalten. Du warst ja da. Ja, 7 Jahre bin ich umhergeirrt, bis ich wirklich das gefunden habe. Also ich weiß wirklich, wie langwierig und wie zäh es man da drin hängen kann. Und schlussendlich hat mir die Befreiung gebracht, als ich wirklich erkannt habe, es liegt an mir, es geht um mich und ich muss diesen Weg für mich gehen. Es geht nicht um den anderen, sondern um mich. Und das war der Knackpunkt und dann hat angefangen, sich alles zu wenden und dann bin ich auch aus dem Schmerz rausgekommen. Aber solange man versucht, andere Wege, einfache Wege zu gehen, ich sag jetzt mal, wie auch immer, durch irgendwelche Techniken einfach nur, Oder Manipulationen des ja. Außen. Ja, das funktioniert nicht. Und ich wollte das am Anfang überhaupt gar nicht hören. Das ist eine unbequeme Wahrheit, die will man nicht hören. Und ich bin lange davor weggelaufen und habe mir dadurch immer wieder noch mehr Schmerz kreiert. Und als ich erkannt habe, diese ganze Manipulation, diese ganzen Techniken, dieses ganze Agieren im Außen, das bringt mir überhaupt nichts. Ich muss da reingehen, weil alles andere hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert und es ging mir erst besser, als ich wirklich wieder bei mir gelandet bin und nicht mehr im Außen. Kannst in der Lüge nicht leben. Nein. Es ist unmöglich, in der dauerhaften Lüge zu leben. Ich kann nicht als ich bin nicht durch die Welt laufen. Ich bin nicht gut, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht richtig, ich bin nicht schön, ich bin zu wenig, weil das Lüge ist. Ich bin, dass ich bin, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und die zu erkennen in sich selber, in seinem göttlichen Design, Divine Design, Soul, weil die Seele ist das, was du bist. Aber viele denken, die Seele ist falsch oder die ist fehlerhaft. Aber nur mein Denken ist fehlerhaft. Meiner Seele hat es überhaupt nichts zu tun. Die denkt das Allerbeste über mich. Nur ich denke da tatsächlich, ich meine, es ist weit verbreitet, dass viele denken, die Seele muss geheilt werden. Ich muss meine Seele heilen. Ich muss mein verdammtes Denken heilen. Ich muss meine Ansichten heilen. Ich muss meine Überzeugungen heilen. Ich muss meine Rückschlüsse heilen. Ich muss meine Perspektive heilen. Ich muss meinen Standpunkt heilen. Aber ich muss sicher nicht meine Seele heilen. Weil die ist perfekt. Und das ganze Unheil kommt nur aus meinem Kopf. Das Unheil kommt aus meinem Kopf. Und viele glauben ja auch, gerade weil so Trigger, so Schmerzen körperlich, die glauben ja, das Unheil kommt aus dem Körper. Das ist auch so ein Trugschluss zu glauben, der Schmerz im Körper. Das ist das, was meinen Schmerz macht. Und mein Körper braucht was anderes, ja? Viele glauben ja auch, ich muss dann meinen Körper auffüllen und der braucht noch was anderes zu essen, der braucht eine andere Ernährung, der braucht andere Getränke, der braucht Nahrungsmittelergänzungen, was weiß ich nicht noch was, was ich alles glaube, was mein Körper braucht. Aber mein Körper braucht nichts. Der braucht einzig nur allein das Wissen und die Ansicht, dass alles in allerbester Ordnung ist. Aber das ist eine weit verbreitete Ansicht, oder? Ja, deswegen wird in der Medizin ja auch immer versucht, den Körper zu heilen. Und selten wird wirklich hintendran geguckt, was ist da wirklich los, was spielt sich Wo ist da das wirklich ab? Unheil? Wo ist das Unheil im Ja. Kopf? Es wird ja immer, wenn du in der Medizin bist, und ich komme ja aus dem Bereich, wird immer nur punktuell das geguckt, was sich gerade zeigt. Ich sage jetzt mal, du hast
Magenschleimhautentzündung, dann wird die Magenschleimhautentzündung behandelt. Aber wodurch ist sie entstanden? Das wird nicht geguckt. Du bist da nicht einheitlich. Da bist du nicht einheitlich gesehen und du musst dich einheitlich sehen, um wirklich ganz und mit dir verbunden zu sein. Also es spielt alles zusammen. Das ist Es alles. gibt ja ganz, ganz viele Bücher, die auch versuchen, irgendwie die körperlichen Symptome darauf zu beziehen oder die Krankheiten darauf zu beziehen, was mit dir falsch ist. Aber das Ding ist, es ist mit dir falsch, dass du glaubst, was ist mit dir falsch? Wenn du da solche Schmöker da hast, Rüdiger Dahlke und was weiß ich nicht was alles, die dir erzählen, was mit dir falsch ist, wenn du solche und solche körperlichen Symptome hast, dann kann ich dir sagen, es ist mit dir falsch, dass du denkst, dass mit dir was falsch ist. Ich habe dir jetzt 100.000 Enzyklopädien mit einem einzigen Satz zusammengefasst. Du liest Bücher über Bücher, um herauszufinden, woher deine Symptome kommen ganz genau. Das Symptom kommt nur dafür her, dass du glaubst, dass du falsch bist. Egal wie die Krankheit heißt, egal wie die Diagnose heißt, es ist völlig egal. Die Ursache ist, dass du glaubst, dass du falsch bist, dass mit dir was falsch ist. Wie easy ist das denn, wenn man mit einer einzigen Erkenntnis alle Schmerzen beheben könnte. Krass, oder? Ja, das ist schon sehr großartig. Das ist schon wirklich sehr großartig. Weil der Punkt ist, solange du glaubst, mit dir ist was falsch, ist mit dir was falsch. In dem Moment, wo dir klar wird, dass mit dir nichts falsch ist und dass du wunderbares, göttliches, absolutes Seelen, Blueprint, Design in höchster Liebe und höchster Perfektion bist, was willst du dann noch manifestieren? Was an dir falsch sein sollte? Das Welchen geht nicht. falschen Zustand möchtest du denn noch manifestieren aus dieser Klarheit, aus dieser Wahrheit? Ist doch nicht möglich. Das ist der Weg. Was macht den Weg so schwer, Miriam? Die Hürden, die auch auf einen treffen. Natürlich ist dieser Transformationsweg nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist nicht das Schlaraffenland. Wenn du sagst, ich gehe das jetzt an, dann wird sich alles sofort super zeigen. Natürlich zeigen sich Muster, es zeigen sich Glaubenssätze, es zeigen sich Überzeugungen und die müssen aufgedeckt und aufgelöst werden. Und das ist Arbeit. Da muss man diszipliniert und wirklich standhaft dranbleiben, dass es so ist. Und natürlich tut das weh. Natürlich, das, Weil ich immer wieder in die Lüge falle durch diese ja. Trigger, oder? Ja. Weil immer, also es ist ja, du kommst ja nicht sofort fest stabil in dieses Divine Design, sondern du machst immer mal wieder Ausflüge zurück. Und dich dabei zu erwischen und dich dann wieder zurückzuholen in das, was du wirklich bist, das erfordert einigen Mut, Disziplin, Arbeit, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, das anzugehen. Weil du wirst nie ein erfülltes, glückliches Leben leben, wenn du immer wieder diesen Lügen aufsitzt. Und ich habe es ja versucht. Ich habe 7 Jahre lang versucht, es zu umgehen. Es funktioniert nicht. Und das muss man sich halt einfach bewusst sein und es sich vor allem auch zugestehen und sagen, das Leben, das ich jetzt lebe, ich will das nicht mehr. Ich will wirklich was anderes für mich. Und dann konsequent seinen Weg für sich gehen. Das ist das einzige Mittel, was es gibt für ein glückliches Leben. Niemand muss ein Leben führen, das irgendein anderer geführt hat oder andere sagen, dass es toll ist oder dass es so ist. Jeder ist hier aufgerufen, um zu sagen, wie will ich es wirklich haben? Wie will ich leben? Wer will ich sein? Wie will ich mich fühlen? Was will ich für Beziehungen haben? Was will ich für Erlebnisse für mich generieren und kreieren? Das ist für jeden individuellst. Aber es geht darum, erstmal zu erkennen, dass mir das alles zusteht, dass ich gut genug und geliebt und gewollt dafür bin, für diese unfassliche Fülle, die uns zur Verfügung steht. Ja. Und das in den Kopf reinzukriegen, heißt eben auch, dass ich bereit sein muss, zu erkennen, was ich gerade hier glaube.
das zu hinterfragen vor dem Hintergrund, der wirklich Sinn macht. Warum sollte irgendein Mensch benachteiligt sein? Das muss man sich auch aufhören zu erzählen. Das ist nur etwas für die, die viel Geld haben oder die, die viel gelernt haben. Oder für mich ist das nicht. Das ist zwar vielleicht für den Nachbar, aber für Oder mich nicht. spirituelle. Da sage ich auch immer ganz gerne, was ist denn Spirit? Hast du mal Englisch gelernt in der Grundschule oder so? Reicht schon Basic Englisch? Das ist nämlich Energie. Und dass wir Energie sind, das glaubt, glaube ich, mittlerweile jeder. Mit Quantenphysik und so weiter und so fort. Frequenz, Schwingung, Tesla. Nur. Das glaubt jeder, aber anfangen kann er damit nicht wirklich viel. Das ist ja auch das Nächste, ja? Du musst verstehen, was heißt es, energetisch zu sein? Was heißt es, energetische Frequenz zu sein? Wieso bin ich Schwingung? Was macht Schwingung? All diese Dinge musst du verstehen, um dann hinterher für dich alles zu verändern und zu transformieren, alles neu zu manifestieren. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Triggers. Dann sagst du, wow, Trigger, da gibt's mehr. Da gibt's mehr für mich. Da bin ich noch im Widerstand, da habe ich noch einen Schmerz, da bin ich noch nicht wirklich ganz bei mir, da bin ich noch nicht wirklich bei dem, was ich wirklich bin, in meiner Kraft, in Macht, in meiner Power. Geil. Und einen Satz, den ich halt auch immer in meinen Coachings so sage, die den verstehen, die lieben den, wenn ich sage, macht ja nichts. Ich sage, macht ja nichts. Was da draußen sich zeigt in deiner manifestierten, festen Welt, macht ja nichts. Es ist einfach nur eine Standortbestimmung über deine Annahmen, Überzeugungen, Rückschlüsse, Glaubensmuster. Über deinen Seinszustand. Über das, was du glaubst, wer du bist. Weil Personality manifestiert Reality. Und jetzt schau mal da draußen. Was ist dann in deiner Reality? Und dann siehst du deine Personality. Da brauchst du keinen Persönlichkeitstest. Da siehst du. Da siehst du, was deine Personality ist, die du dir selber angenommen hast. Mittlerweile bin ich da ja Profi. Du erzählst mir, was sich in deiner Welt zeigt, und ich sag dir, was du glaubst. Das ist manchmal nicht so schön, oder? Miriam. Nee, das ist nicht immer ganz angenehm, vor allem wenn das Ego dann auch geknackt wird. Aber dann tut es mal weh, ja, aber danach geht es einfach besser. Dann hat sich das aufgelöst und dann bist du so viel befreiter. Also wirklich vor Trigger braucht man keine Angst zu haben. Es ist wirklich nur eine Lüge, die mal kurz wehtut und wenn du sie auflöst, dann bist du frei. Und das ist so ziemlich das Größte, was du überhaupt leben kannst, deine Freiheit. Noch schöner Jetzt als kommt noch Leben. ein ganz wichtiger Punkt. Die Selbsttriggerei. Oh ja. Weil das ist nämlich eigentlich fast noch viel, viel schlimmer, als wenn Trigger von außen kommen, dass ich mich selber trigger. Wie trigger ich mich selber? Mit falschen Stories, mit falschen Selbstgesprächen, die ich führe, wo ich mir immer wieder sage, ich bin nicht gewollt, ich bin abgelehnt, ich bin nicht gut genug und die anderen können das haben, ich kann das nicht haben. Also all diese abwertenden Geschichten, die man sich immer wieder erzählt und sich vergleichen. Vergleich ist der absolute Tod. Das ist ein riesen, riesen Schmerz, sich immer wieder mit anderen zu vergleichen, zu gucken, was haben die, was fehlt mir. Weil sich vergleichen ist aktiv den Fehler an sich suchen und die anderen auf den Podest heben. Und das bringt dich wirklich nicht weiter, überhaupt nicht. Ich kenne Leute, die sich auch aus genau diesen Gründen von Social Media abgemeldet haben, weil sie zu getriggert sind. Aber es liegt nicht an Social Media, sondern es liegt daran, dass ich mir meine Selbsttrigger dort abhole.
Also ich würde schon mal sagen, das ist so ein kollektiver Trigger, so ein kollektiver Schmerz, immer zu gucken, was hat der andere und was habe ich nicht. Da werden wir ja auch darauf konditioniert. Also ich kenne das noch gut aus meiner Kindheit. So, guck mal, was der andere hat und wie gut dessen Schulnoten sind. Und dann guckst du mal, wie schlecht deine sind. Und da geht es ja schon los. Und so werden wir großgezogen und so gucken wir auch ins Leben. Was hat der andere und was habe ich nicht? Wo ist der besser wie ich? Immer wieder. Und triggert und triggert und triggert und es bringt uns nicht weiter. Es bringt uns nicht weiter, wenn wir nicht dahinter schauen. Also, ich fasse zusammen. Wenn du auch durchs Leben gehst wie eine getriggerte Bitch, ich sag's einfach mal so, wie es ist, und wenn du dich nicht mit getriggerter Bitch angesprochen fühlst, dann sage ich Drama Queen. Oder was gibt's noch? Wie kann man sich dann noch fühlen? Wie Absoluter jemand, Versager. was? Absoluter Versager. Absoluter Versager, Loser, oder was kann man sich noch so schön sagen? Man kann sich auch noch irgendwie sagen, hässlich? Hässlich! Das ist unglaublich, das habe ich relativ neu in den letzten Monaten tatsächlich erst verstanden, wie viel wunderschöne Frauen sich hässlich finden. Wo du denkst, hey, abartig, du bist das schönste Wesen, was ich jemals gesehen habe. Und du erzählst mir, dass dein größtes Problem ist, dass du hässlich bist? Also, das ist unglaublich. Was einem da alles einfallen kann oder was dem Verstand alles für Geschichten und Ansichten reinkommen, um diese Lüge zu verteidigen. Das ist crazy. Und wir sind jetzt hier, um dir zu sagen, das musst du nicht weitergehen. Wir sind hier, um dir zu sagen, es gibt eine Wahrheit dahinter, es gibt ein System dahinter, es gibt ein Prinzip dahinter, warum das für uns alle so ist, damit wir nämlich aufwachen. Ja, das große Erwachen, das ist nicht so, oh, spirituell, sondern das ist so, ah, jetzt schnall ich's. Das ist nicht Bäm, das ist nicht ein riesen Knall, sondern das ist so, oh mein Gott, ich verstehe mehr und mehr. Oh mein Gott, jetzt kapiere ich es. Oh mein Gott, jetzt. Erleuchtung nach Erleuchtung, ja. Es gibt auch nicht diesen Moment, wo du oh, so krass erleuchtet wirst, sondern es wird dir immer klarer und klarer. Es ist wie so, der Dimmer wird aufgedreht und plötzlich siehst du sonnenklar. So kann man sich das einigermaßen vorstellen. Und dann bist du klar mit dir, bist du klar mit der Welt, bist du klar mit deiner Power, bist du klar mit deinen Ängsten, bist du klar mit deinen Schattenseiten, bist du einfach sonnenklar. Und das will doch wirklich jeder. Und es ist völlig egal, wo es hakt, wo der Schmerz ist, wo der Trigger ist. Es ist dieser Prozess, den du machen musst, aus dieser falschen Annahme auszutreten, wer du bist, einzutreten in dein wahrhaftiges Sein. Und zwar weißt du, wie du da reingehst? Mit dem Kopf. Mit nichts anderem. Du gehst mit dem Kopf da rein. Da läuft's. Das ist die Schaltstube der Energie. Das ist der Kopf. Und du gehst nicht durch Umshanti und du gehst nicht durch irgendwelche Geistwesen und sonstige Geschichten da rein. Du gehst über deinen Kopf da rein. Und das ist der Weg. Dein Kopf ist das Portal. Dein Kopf. Und es ist so simpel. Du hast deinen Kopf. Du hast dein Denken. Da ist alles drin, da ist deine komplette Welt drin. Und wir gehen immer suchen im Außen. In der Meditation. Da ist es nicht drin, wenn ich mit meinem Kopf woanders bin. Was gibt es noch für Tools, die nicht funktionieren? In seinem Körper sein. Also der Körper, klar, den nimmt man mit, aber
Ich als Frau habe immer gesagt, eine Frau ist in ihrem Körper und nicht in ihrem Kopf. Die Geschichte von wegen, du bist ein Kopfmensch, das ist auch so eine Lüge. Natürlich bist du in deinem Kopf, da kreiert sich deine ganze Realität, da kreiert sich deine ganze Identität. Die ganze Und Welt ist in meinem Kopf. ja, und da darfst du ruhig sein. Und da lenkt, das ist deine Steuerzentrale, da kreierst du alles. Da musst du gar nicht raus, Nee. sondern da musst du nur rein mit dem richtigen Denken. Mit dem Denken aus der Liebe, aus der Perfektion. Das ist, was damit gemeint ist. Ja, denk von Herzen. Aber da ist kein Hirn drin. In deinem Herz, sondern das, was dein Herz erwärmt, wird da oben gekocht. Ja. Und Das, was dann. dein Schoßraum erwärmt, wird da oben gekocht. Und das da oben kreiert natürlich auch alle deine Emotionen in deinem Körper. Das ist nichts Alle anderes, Gefühle was Emotionen kreiert. Es ist nur der und alles Kopf, der. darf aus. Von nirgendwo anders. Und ich hoffe, wir haben es jetzt klar gemacht, dass du die Power hast, weil du hast deinen Kopf. Du hast die Power, dein ganzes Seinzustand, deine ganze Welt, die ganze Welt zu verändern. Das hast du in deinem Kopf. Das ist crazy. Aber es hat mir niemand gesagt. Ich habe immer gedacht, ich bin zu schlau. Aber ich habe nur die falsche Mathe gelernt. Ich habe nur die falsche Schlauheit gelernt. Ich habe nur die falsche Analyse gelernt. Ich habe einfach nur falsches Zeug gelernt. Aber wenn ich jetzt diese Schlauheit für die richtige, wahrhaftige Wahrheit einsetze, aus der heraus denke, die wahrhaftigen Rückschlüsse mache, die wahrhaftigen Überzeugungen, das wahrhaftige Wissen nutze, um da oben rumzuschalten, dann kommt da was richtig Geiles raus. Da kommt ein geiler Körper raus, da kommt ein geiles Leben raus, da kommen geile Beziehungen raus, da kommen geile Tage raus, da kommen geile Projekte raus. Was will man denn sonst noch alles? Da kommt Freiheit raus, weil ich bin noch frei in meinem Kopf. Jeder weiß, die Gedanken sind frei. Aber er nützt diese freien Gedanken, um sich einzuschränken. Schon krass, was wir alles machen. Ja, um sich zu geißeln, vor allem sich selbst zu quälen. Also, ihr Lieben, wir haben zwei coole Sachen. Es gibt einen Workshop von mir, der heißt The New Secret. Da gehe ich nochmal tiefer, wirklich. Ich meine, ich habe dir schon viel, viel haben wir dir hier erklärt, aber da ist noch viel, viel dahinter. Das kannst du in 3 Tagen gratis mitnehmen von mir, vom 19.04. bis 21.04. Und dann, wenn du sagst, ich bin jemand, der hat schon immer vermutet, dass es genauso ist, wie ihr das jetzt hier erklärt habt, und ich will mit diesem Prinzip, ich will auf Basis von diesem Wissen mich und mein ganzes Leben verändern, und zwar in einen Zustand, der mir so gut gefällt wie kein anderer, dann kannst du dich anmelden, melden bei mir, bei der Miriam, wo du möchtest, für das Programm Divine Design Soul Blueprint. Das geht 3 Monate und das bringt dich aus der Lüge in die Wahrheit. Und dann lebst du aus deiner wahrhaftigen inneren Wahrheit raus. Das ist das Geilste, was du dir gönnen kannst. Was gibt es noch zu sagen, Miriam? Ja, wenn du jetzt auch zum Beispiel unglaublich getriggert bist und sagst, ich komme da jetzt gerade wirklich nicht raus, ich habe niemanden, dem ich mich anvertrauen kann, gibt es auch auf meiner Webseite die SOS-Woche. Das heißt, auch da kannst du dir dann eine Woche buchen und wir lösen diesen Trigger dann auch gemeinsam auf. Weil ich weiß, wie es ist, wenn man so getriggert ist und man hat niemand im Umfeld, dem man das sagen kann, weil die Leute dann entweder Komfort gehen oder gegen dich sprechen und du sagst, ich brauche jetzt wirklich jemand, der versteht, von was ich spreche, dann geh auf meine Homepage und dann buch dir wirklich eine SOS-Woche. In der Woche lösen wir das auf und dann geht es dir schon wieder ein Stück weit viel, viel besser. Das gibt's auch noch. Es gibt ganz, ganz viel. Ja. Nur das eine ist, du musst dich dafür entscheiden. Du musst dich entscheiden für dich.
Das ist alles. Das ist die einzige Entscheidung, die du treffen musst. Nicht für irgendeinen Menschen da draußen, nicht für deine Familie, nicht fürs Geld, nicht für Statussymbole, sondern du musst dich für deinen Wohlfühlzustand entscheiden. Und egal, um was es geht, du willst dich wohlfühlen. Du willst einfach dich nur wohlfühlen in deiner Haut, in deinem Leben, in deinen Beziehungen, in deinem Alltag, in deinen Träumen. Du willst dich wohlfühlen. Und genau um das geht's. Und wenn das nicht der Fall ist, ich meine, nicht 100%, aber wenn du dich nicht zu 80% wohlfühlst mit dir, weil da noch Sachen sind, Einsamkeit, Ablehnung, sonstige, irgendwelche Trigger, dann heißt das nur, finde den Weg zu dir, zu deiner Kraft, zu deiner Liebe, zu deiner Macht, zu deiner Power. Und das ist eine großartige Reise. Es geht ja nicht darum, eben wie bei der Triggermassage übrigens, dass es so scheiße wehtut die ganze Zeit, ja, weil dir immer dauernd einer im Trigger rumpult. Das machen wir eben nicht. So lösen wir die Trigger nicht auf. Wir nehmen die Trigger als Information und dann ist Transformation. Also es ist nicht wie bei der Triggermassage, dass du die ganze Zeit einfach nur denkst, fuck, 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 wann hört's auf? Wann gehe ich raus aus dem Widerstand? Ja, und das, was Ja. natürlich auch, und das habe ich ja selbst auch erlebt, wenn du wirklich für dich all in gehst und konsequent gehst und mitgehst, dann kommt die Veränderung schnell. Innerhalb von Wochen und Monaten, nicht Jahre, Wochen, 2, 3 Monate, und dann hast du Veränderung, richtig konkrete, krasse Veränderung. Und wenn du dir das nicht wert bist, dann weiß ich auch nicht. Also dieses Ja, und Loch. dann gibt es halt auch echt viele, die sind ja schon, ich bin schon so lange auf dem Weg. Ich kriege dann auch immer wieder E-Mails oder so Kommentare. Ja, ich bin schon so lange auf dem Weg. Und das, was du mir sagst, das macht Sinn. Ja, du bist schon so lange auf dem Weg. Und das, was ich dir sage, macht Sinn. Aber das, was ich sage, musst du umsetzen und nicht nur hören. Das ist das Nächste. Es geht darum, dass du es umsetzt. Dass du wirklich diese Transformation komplett vom Kopf in den Körper bringst, in die Verkörperung. Und das Ganze kommt jetzt hier auf YouTube und du schaust es wahrscheinlich auf YouTube an und du schaust stundenlang YouTube. Ich auch. Ich habe jahrelang, stundenlang YouTube geschaut, bis ich dieses ganze Puzzle zusammen hatte. Bis ich verstanden habe, wie es funktioniert, was ich jetzt lehre, was ich jetzt weitergebe. Aber willst du das wirklich? Möchtest du tatsächlich dieses ganze Zeug selber zusammenbringen? Ich weiß nicht. Kann es nicht empfehlen. Ich bin 55 Jahre. So alt bist du wahrscheinlich auch oder schon noch lange nicht. Aber für beide, warum möchtest du, wenn du jünger bist als ich, 100 Jahre auf YouTube verbringen, bis du es geschnallt hast? Und wenn du älter bist als ich, warum willst du noch länger warten? Und bis du es dann geschnallt hast, dann ist kostbare Lebenszeit ist immer verloren, die du in einem absolut genialen Leben und in einem genialen Wohlfühlzustand verbringen könntest. Also, eigentlich ist es keine Frage, die sich stellt. Es ist einfach nur eine Entscheidung. Jetzt mache ich's, weil es ist ein Machen. Es ist tatsächlich ein Machen. Du machst es für dich. Es ist etwas, was du für dich tust. Ausschließlich für dich. Und dann wirst du die Früchte ernten. So, wir verabschieden uns, oder, Miriam? Ich glaube, es ist alles gesagt und wir sehen uns im nächsten Video.